Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Anna. In der letzten Folge, ja, habe ich euch nicht verabschiedet, die ist etwas abrupt geendet. Ich habe dann gemerkt, dass die einfach zu lang war und habe dann nicht nochmal weitergemacht. Aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle weiter und ich habe nochmal die Maske der, nicht der Assassinen, sondern diese Antlitz der Wahrheit aufgesetzt. Und siehe da, nachdem wir gebetet haben und also wir haben die Opferschale gefüllt, wir haben danach nochmal gebetet und jetzt hat sich die Grolla befreit. Oh, und wir haben wieder Leben dazu bekommen, sehr schön. Das heißt, wir können sie nehmen und dadurch haben wir jetzt unser Gefäß und werden mal direkt den Raum verlassen und endlich zurück zu dem komischen Babybaum gehen und uns mal die und uns mal das Harz von ihm klauen. So, wo war das jetzt nochmal? Genau, das war hier irgendwo in der Ecke. Bin ja mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Das müsste ja jetzt das letzte Ritual sein. So, wir setzen wieder die Maske der Assassinen auf. Erstmal die andere absetzen. So. Und jetzt können wir ja hier dieses Ding benutzen. Ich habe etwas Blut aufgesammelt. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sogar sehr gespannt. So, da ist die Maske. Aber wir gehen mal von vorne dran. Und speichern mal das Spiel. Denn jetzt wird sicherlich irgendwas passieren. So. Hey. Ich will dich benutzen, du komisches. Ah, liebste Mutter, einst hast du meinen Durst an deiner Brust gelöscht. Heute zahle ich für die Sünde Süße jener vergesslichen Erinnerung. Vergessenen Erinnerung. Okay, was passiert jetzt? Oh oh. Jetzt werden wir bestimmt gefressen oder so. Irgendwas Böses passiert jetzt. Wir haben jetzt die Mutter gerufen und nun? Oh oh, ich hab Angst. Hallo? Müssen wir nochmal zum Altar zurück? Ich dachte, jetzt passiert schon irgendwas, aber ich fange an, mich vor meinen Handlungen zu fürchten. Ja, nee. Das kann ja jetzt nicht das Ende sein. Okay, wir gehen nochmal zurück in den Tempelraum. Bestimmt ist da jetzt irgendwas, oder? Haben wir hier irgendwie? Bestimmt ist das im Tempel. Oh Gott, was ist das denn? Jetzt liegt die Puppe da auf der Säge rum? Na, geh nochmal in den Tempel jetzt. Gespannt bin ich, gespannt. Okay, hier hat sich mal gar nichts verändert. Das finde ich ja jetzt höchst unspektakulär. Dafür, dass wir das Ritual ausgeführt haben. Hat er denn irgendwas in sein Tagebuch wenigstens geschrieben? Nö, gar nichts. Hä? Oder habe ich das Ritual noch nicht fertig? Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach vergessen habe, weiterzumachen. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja. Irgendwas wird passieren. Ja, jetzt kriegen wir wieder Ärger. Ist klar. So, und jetzt gehen wir wieder hoch.
Vielleicht müssen wir auch die Maske absetzen. Das kann auch sein. Fragen über Fragen. Wir setzen erstmal die Maske ab. Vielleicht brauchen wir die ja jetzt gar nicht mehr. So. Der komische... Was müssen wir denn jetzt noch machen? Steht doch noch was. Blut des Baums des Lebens und über ihre Lippen gießen. Wobei das ja jetzt nicht gerade über ihre Lippen gießen war. So, wir haben es ja jetzt eher so... über den auf dieser komischen Kutte verteilt. Aber ja, passiert ist da jetzt irgendwie noch nicht so richtig was. Komisch. Ah, wir gucken mal das Antlitz der Wahrheit an. Jetzt bin ich wirklich überrascht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwas ganz Entscheidendes passiert. Aber es ist gar nichts passiert. Wirklich gar nichts. Und es ist nicht mal was im Tempel passiert. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht müssen wir auch doch wieder in Wohnräume jetzt gehen. Vielleicht ist da ja irgendwas passiert. Wenigstens. Da ist wieder die Puppe. Jetzt kriegen wir wieder... Ärger mit dem komischen Auge. Ist hier jetzt die Tür offen? Ah! Es ist abgeschlossen. Na, toll. Woher kriege ich den Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls leuchtet es jetzt dahinter. Aber den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Die Maske aufsetzen. Nee. Mann, jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei hier. Irgendwas fehlt noch. Hat uns die Puppe irgendwas gegeben, was ich übersehen habe? Also dieses komische Ritual. Außer, dass das Haus gewackelt hat, alles umgefallen ist, ist ja nichts passiert. Hier? Sie spricht mit mir. Ah, wir mussten das Ding anklicken. Ich spüre es tief in meinen Gliedern. Da ist der Schlüssel. Ha, ich war nur zu blöd. Okay. Du gehst zu weit. Du wirst verschwinden hier oder du wirst das Tageslicht nie wieder sehen. Okay. Honey, have you seen my keys? Haben wir jetzt als, als Erfolg freigeschaltet. Aber wir werden jetzt, mal durch die Tür gehen. Das scheint ja jetzt... wie die Puppe sich immer bewegt. Das scheint ja jetzt wirklich die letzte Tür zu sein. Mal sehen, was uns dahinter jetzt erwartet. Speichern mal. Mit einem neuen Speicherstand. Tür zur Mauer. Ja, den Schlüssel haben wir ja jetzt. Annas Schlüssel. Aha. Soll ich wirklich durch diese Tür gehen? Ich habe das Gefühl, es gibt noch viel mehr in Erfahrung zu bringen. Ich muss tiefer graben, um mehr zu erfahren. Was soll ich noch graben?
Jetzt mal ernsthaft, was soll ich denn noch machen? Was soll es denn da jetzt noch für zusätzliche Sachen geben? Ahornblätter. Der Tempel ist mit Ahornblättern übersät. Sie müssen irgendwas mit Anna zu tun haben. Aha, ja, toll. Brief des Priesters. Bedrohlich. Ja gut, dann ist das jetzt hier wahrscheinlich eins der Enden, die wir erleben können. Aber angeblich soll es noch weitergehen. Nur was soll ich denn da zur Hölle jetzt noch machen? Ich meine, wir haben doch alles gemacht. Oder bin ich doof? Ich meine, da ist doch nichts mehr. Ich meine, wir haben ja jetzt bestimmt 50 Mal alle Räume durchsucht. Ich dachte, das wäre jetzt die Auflösung. Vielleicht haben wir auch hier noch irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Tja. Vielleicht jetzt noch mal runtergehen? Vielleicht erfahren wir jetzt noch irgendwie was, was mit dieser Puppe da unten passiert, an der Säge. Und jetzt ist die Puppe verschwunden. Wahrscheinlich hatte das mit dem Mal der Assassinen zu tun. Nee, Leute, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich da noch machen soll, also... Bin jetzt überfragt. Ohne Witz. Uns wird irgendwie gesagt, dass wir noch nicht alles gesehen haben. Aber was soll man denn schon noch sehen? Wir können höchstens noch mal hochgehen und die Masken noch mal aufsetzen. Oh, jetzt ist hier auch kein Dach mehr drüber. Krass. Nee. Nichts. Nichts, Komma null, nichts. Tja, nee, ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun soll. Also, nochmal die andere Maske aufsetzen zur Sicherheit. Also, wir haben ja hier auch noch ein paar Gegenstände, die wir nicht benutzt haben, aber pff, das Spiel gibt mir ja auch keinerlei Hilfe mehr, was ich noch machen soll. Nur ich finde das Gefühl irgendwie blöd, jetzt was übersehen zu haben und damit das Spiel jetzt zu beenden. Hängen mal irgendwelche Sachen in der Wand. Ist das blöd. Das regt mich jetzt irgendwie auf. Hier nochmal, jetzt nochmal ansprechen. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Nochmal runtergehen mit der Maske auf. Nochmal in jeden Raum gehen. Aber ich vermute mal, wir finden hier nichts mehr. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Bug oder so. Was hat das eigentlich mit diesem komischen Steinkreis auf sich gehabt? Den hatten wir ja auch gesehen mit der anderen Maske auf, ne? Aber das bringt uns ja auch nichts.
ist halt einfach da und anklicken können wir den auch nicht. Die andere Maske wieder aufsetzen. Werkstatt nochmal betreten. Nochmal in den Tempel gehen. Hat sich irgendwas verändert? Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich... jetzt passiert wieder irgendwas. Ja, und was? Ich werde das Geräusch erst durchgehen, bevor wir hier wieder raus können. So. Na gut. Dann beenden wir das Spiel jetzt. Wir gehen hoch, gehen durch die Tür und erleben halt dieses Ende. Ich denke, das wird wohl ein schöner Abschluss sein. Und wenn ich dann rausgefunden habe, ich werde dann wahrscheinlich nochmal, wie ich so drauf bin, nochmal recherchieren und gucken, was man noch so für Enden erleben kann. Also was es noch für Alternativen gibt und vielleicht zeige ich euch die dann auch noch in einer allerletzten Folge. Aber erstmal schließen wir das Spiel jetzt ab. Vielleicht kann man auch die verschiedenen Masken irgendwie tragen und kann dadurch das Spiel beenden. Also verschiedene Wege. Setzen wir erstmal die andere Maske auf hier, das Antlitz der Wahrheit, das ist mir irgendwie sympathischer. Oder wir setzen gar keine Maske auf? Ist jetzt ja nur eine Vermutung, dass die Masken irgendwas ändern. Wir setzen erstmal gar keine auf. Ja, wir gehen jetzt. Vergib mir, ich konnte dich nicht retten. Der Schuhmacher ist durch diese Tür gegangen. Ich folge ihm. Der treue Diener kann wieder in deinen Leib zurück, meine Liebste. Ich kann mich nicht mehr verstecken. Okay, jetzt sind wir wieder in einem neuen Raum. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende. Ich bin durch die Falltür im Boden gestiegen. Nein. Eigentlich bist du durch eine Tür in der Wand, aber okay. Und fand mich in einer Grotte wieder. Ich hätte aus dem Sägewerk fliehen sollen, als ich noch konnte, doch ich will an keinem anderen Ort sein. Ich komme immer näher. Knopf. Okay, jetzt haben wir hier noch irgendwie ein Rätsel. Da ist diese Maske. Da ist die Maske der Assassinen. Ah, vielleicht können wir uns auch jetzt... Was ist das? Knien? Knien? Also hier ist auf jeden Fall nur ein Weg, wo wir irgendwie nicht dran vorbeikommen. Celebrant. Sieht aus, als würde sie ein Ritual durchführen. Wer weiß ja, dass es eine sie ist. Die Maske. Diese Masken wirken, als würden sie mich verfolgen. Zum Glück muss ich sie bald nicht mehr sehen. Müssen wir denn jetzt noch machen? Mal eine Maske aufsetzen. Masken sind weg. Okay, können wir sie nicht aufsetzen? Auch gut. Freistehende Tür. Sie wird mich nirgendwo hinführen. Mhm.
Sachen an der Decke. Hinten ist der Baum. Ein Baum mit Leuten, die da hinten rumstehen. Kann ich denn hier in den Abgrund fallen? Nee, ich kann hier gar nicht lang. Seltsam. Irgendwas muss mit diesen Knöpfen sein. Verändert sich denn? Ach! Ah! Wir können, glaube ich, die. Aha! Wir können die Körperhaltung von den Puppen damit steuern. Und jetzt ist gerade hier die Maske abgefallen. Sie war es. Die Maske hat mich gerufen. Die Suche nach der Wahrheit ist wertlos, wenn ich nicht bei dir sein kann, Anna. Ich muss diese Maske tragen. Aha. Nee, wir wollen aber lieber die Wahrheit. Keine Ahnung, also das da links ist ja das, was wir jetzt eben gemacht haben, das mit dem Auge, wo die alle bücken sich. Und das ist eine andere Möglichkeit. Aber es müsste ja theoretisch 3 geben. Nicht, wenn wir alle hinstellen, bringt's nichts. Ja, versuchen wir doch mal das, was hier steht. Sitzen. Sagen die eigentlich ihren Namen? Oder verhöre ich mich da? So, der muss knien. Also, ich weiß nicht, verbeugen. Und der muss so. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die 3 verschiedenen Masken so lösen kann. Aber vielleicht ist auch die Reihenfolge falsch. Vielleicht muss es genau andersrum. Vielleicht muss der hier knien. Der muss. Und der muss sich beugen. Nee, dann. Das ist. Passt. Auch. So ist es ja so, wie es da steht. Komisch. Vielleicht können wir jetzt auch schon nicht mehr zurück. Vielleicht konnten wir nur die eine Maske lösen. Ich werde jetzt mal aus. Ich werde mal aus Neugier laden und mal gucken, ob wir das jetzt. Ich möchte mal gucken, ob man vielleicht noch eine von den anderen Masken lösen kann. Okay, das ist die Ausgangsposition. Als alle gebeugt waren wie hier, hat sich die mittlere Maske gelöst. Also meine Vermutung ist ja, dass man die anderen Masken auch irgendwie lösen kann. Aber Vermutung ist natürlich. Jetzt. Nee, das passt nicht. So müsste es passen. Aber es tut sich nichts. Seltsam, wirklich seltsam. Können auf jeden Fall schon mal nicht alle knien.
Einer ist, hat immer eine andere Pose. Alle stehen geht. Nee, geht auch nicht. Wie habe ich denn das eben geschafft? Das muss noch irgendeinen anderen Trick haben, den ich nicht durchschaue. Farben, was sagen uns denn die Farben? Rot, Gelb, Blau. Also entweder ist der Zelebrant ihnen zugewandt oder ihnen abgewandt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Linke... Ach so. Also das Rechte heißt, dass sich wahrscheinlich ein Weg auftut und das Linke heißt wahrscheinlich, dass sich keiner auftut zu ihr. Oh, wie hatte ich das denn eben gemacht? Dass die Maske sich gelöst hat. Ich verstehe das Rätsel nicht. Jetzt steht der wieder aufrecht. Irgendwie kann man die Reihenfolge nicht durchbrechen, glaube ich. So, jetzt haben wir wieder alle gebeugt. Ich will aber die Wahrheit wissen. Mann, ich richte mich jetzt irgendwie auf. Ich will nicht zu Anna, ich will die Wahrheit wissen. So, nochmal. Nochmal 10 hier. Also ja, ich mache jetzt mal Speicherpunkte. Machen wir jetzt mal Speicherpunkte und gucken wir mal an, ob ich noch irgendwie die anderen Masken gelöst kriege. So, das ist die Ausgangssituation. Aber die scheint ja falsch zu sein. Obwohl die... Ach, warte mal, die sind auch unterschiedlich nah, ne? Das heißt, dass der am nächsten ist, muss. Oder sehe ich das? Nee. Nee, das ist auch wieder Quatsch, was ich mir jetzt überlege, weil ich dachte irgendwie, wenn hier steht, haben die ja unterschiedliche Positionen zu ihr. Und ich dachte, man kann vielleicht dadurch die Reihenfolge ablesen. Aber wahrscheinlich muss man die Reihenfolge noch selber rauskriegen. So kann es jedenfalls nicht richtig sein. Speichern. So, jetzt knien alle.
Wie kriege ich denn jetzt die Reihenfolge hin? Es geht ja eigentlich nur durch Ausprobieren, weil ich irgendwie gerade echt verwirrt bin. Ich will diese Reihenfolge jetzt haben, die da auf dem Bild ist. Aber ehrlich gesagt habe ich auch langsam keine Lust mehr. Ich will eigentlich gerne fertig werden. Aber irgendwie reizt mich dieses andere Ende jetzt. Manu! Ich mag solche Rätsel nicht. Da bin ich immer ganz schlecht drin. Dieses blöde Ausprobieren. Und jetzt habe ich auch schon wieder die Reihenfolge vergessen. Also jetzt weiß ich auch schon wieder nicht mehr, wie es ausgänglich war. Und wie ich es jetzt machen muss. Also wie rum dann die richtige Möglichkeit ist. Für euch jetzt auch sicherlich nicht so spannend anzugucken, was ich hier mache. Ja, jetzt haben wir wieder die mittlere Maske, ganz toll. Alles andere kriege ich irgendwie nicht hin. Ja gut, dann beenden wir das Spiel jetzt mit Anna, indem wir zu Anna gehen. Die anderen Enden kriege ich ja vielleicht dann irgendwie nochmal raus, wie das geht. Aufsetzen. Zack. Das bist nicht du, Anna. Der Weg des Schuhmachers, gefangen. Naiv. Mhm. Deswegen wollte ich das Ende nicht, weil ich mir schon fast sicher war, dass das irgendein blödes Ende ist. Ja, und? Was passiert jetzt? Jetzt sind wir die Puppe, die sich versucht, die Maske abzureißen, oder was? Also jetzt sind wir quasi zu der Puppe geworden. Dann war das jetzt das Ende. Das eine Ende. Und ich würde jetzt aber gerne die anderen Enden auch noch rausbekommen. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach wieder, wenn ich das jetzt geschafft habe. Also bis dann.